So, mal gucken, auf was wir heute Bock haben. Jo, lol! Wow! Was geht ab, meine Damen und Herren, und willkommen zu einem weiteren Opening hier auf meinem Kanal. Und heute habe ich mir etwas aus dem Kühlfach geholt. Und zwar nicht von Captain Igloo, sondern von Captain Gate to the Games. Schaut gerne bei den Jungs vorbei. Link in der Videobeschreibung, wenn ihr über diesen Link kauft. Ja, spart ihr 5% von eurem Einkaufspreis. Kann ich euch nur empfehlen. Sehr geil. Und vielen Dank für Sponsoren dieser kranken Box. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, was hier drauf ist. Wir haben hier, das ist kein Fake, no shit, nur sonst was. Wir haben hier, ich kann es gar nicht beschreiben, so krass es ist. Mehrere Booster, XXL-Karten, Promokarten. Ich zeige es euch am besten, indem ich es aufmache, würde ich sagen. Aber ja, diese Box ist das Finale von Majestät der Drachen. Okay, wir haben hier sogar noch etwas. Oh, shit! Eine Playmat haben wir hier noch. Die ist... wow, stark. Die ballert. Dann haben wir natürlich unsere Booster, und zwar 8 Stück von Majestät der Drache. Die stärksten Drachen von allen sind hier drin. Und die Chance auf die Goldkarte. Ebenso unsere 2 Promokarten und die XXL Rainbow Dragoran Full Art Karte. Diese Karte ist krass. Ich wusste gar nicht, was ich gerade sagen wollte, aber holy shit, die ist heftig. Warum seht ihr diese ganzen Kreise dort drauf? Die sind heftig nice. Coole Detailarbeit. Und hier kommen sie, unsere Promokarten. Dragoran Rainbow, holy shit, ich habe schon eine XXL-Karte gesehen und halt auch gesagt, beziehungsweise zu der XXL-Karte gesagt, die sieht einfach nur krank aus. Rot leuchtende Augen, dieses Muster auf der Rainbow-Karte, dieses Kreismuster, was ihr jetzt hier gerade seht, einfach phänomenal. Und diese Promokarte zu haben, vor allem sie ist auch noch in einer sehr leckeren Quali, die ist super gut. Wir haben hier kein Weiß, das Centering ist gut. Kein Kratzer. Oh, ich habe mich vertan. Seht ihr das? Wartet. Da, seht ihr das? Den Schlitz dort, der zieht sich einmal über die komplette Karte. Schade, sonst wäre diese Karte wirklich in einem perfekten Zustand. Und wir haben natürlich noch eine Karte, den Herrscher der Meere in Rainbow. Poseidon wäre stolz. Zetra King GX. Die Karte, die wir halt ebenfalls im Set haben. In Full Art. Jetzt in Rainbow. Aber halt in einer anderen Pose. Mega geil. Und ja, halt auch wieder mit einer Art Wellenmuster hier oben. Sehr geil. Und selbst diese Karte ist in einem vorzüglichen Zustand. Kein Weiß, kein gar nichts. Und diese Karte hat noch nicht einmal einen Schnitt. Beziehungsweise so eine Art Knick. Wie das Dragoran. Selber Zeug von der Box. Gönnt euch die bei Gate to the Games, Leute, wenn ihr geile Promokarten haben wollt. Gerade Dragoran Rainbow, Zetra King Rainbow. Heute im Hintergrund mit Glurak und Blitzer von meinen beiden Displays, die ich habe noch. Ne? Mal gucken, ob ich das hier aufmache. Weiß ich nicht. Aber das wird vielleicht irgendwann in näherer Zukunft aufgemacht. Gut, wir starten rein. Majestät der Drachen. Super geiles Set. Ich liebe es. Ihr liebt es. Und ich liebe es, geile Pulls zu ziehen. Wisst ihr das? Also ich finde das schon ziemlich nice. Und ich hoffe, ihr feiert es ebenfalls. Diese Box gibt es noch einmal. Ich betone es jetzt erstmal. In Englisch. Und zwar mit einer geilen Playmat. Soll ich mir die kaufen? Hashtag Dragon Playmat in die Kommentare. Dann weiß ich Bescheid. Also Drachenmatte. Schreibt einfach Drachenmatte in die Kommentare. Wir sind hier Deutsch. Wir sind hier Deutsch, ne? Und Deutsch, da können wir auch Deutsch schreiben. Und ich muss jetzt hier aufpassen, holy shit. Wie mache ich das jetzt am besten? Ich muss jetzt wirklich aufpassen, wie ich das hier am besten mache. Weil eigentlich muss ich weiter nach hinten, damit die Karte besser fokussiert ist. Flampevian, Wablu, Corazon, Kangama haben wir hier, Sepa, Kindwurm, Phonifras und Kyurem ist unsere erste Holo-Karte hier. Sehr nice.
Sehr, sehr nice. Ja, ich weiß noch nicht ganz, wie ich das hier machen soll mit den heutigen Umfeld, Leute. Ich bin wieder, wie ihr sehen könnt, zu Hause, nicht im Studio. Aber, ne, man gönnt sich auch mal was heute aus dem Kühlfach gegönnt. War einfach da, als ob Gate 2 The Games weiß, dass ich nach der Arbeit am liebsten mir eine Pizza oder ähnliches gönne. Aber in dem Falle noch was viel Geileres, und zwar eine wunderbare Promobox. Und ich konnte nicht warten, ich musste diese jetzt öffnen. Das ist einfach so, wir haben eine Blitzenergie, dann eine Drachenklaue, ein Feuerstein, Melotic, Dratini, Flampion, Super, Bashwa, Lusadin. Schade, wir hatten fast die Carpador-Kombo. Und Bruder landet die Ex-Kampf! Nicht on, weil ich das so oft sage! Die erste Ultra-Rare und dann auch noch so eine geile. Ich liebe diese Karte. Die in Rainbow zu ziehen. Ah, das wär's ja noch, ne? Passend zu den anderen beiden Drachen. Yes! Das Feuer, was er hier spuckt, reflektiert schön an der Seite. Und damit haben wir die erste Ultra-Rare für heute. Sehr nice! Das startet doch gut. Nächstes Pack. Zack. Bam, Schukalak, Black. Und, Leute, ich habe gehört, eigentlich wollte ich schon diese Woche mit Livestreams loslegen, aber irgendwie hat das nicht geklappt. Von daher, wartet ab. Ich hoffe, dass es jetzt nächste Woche bald losgehen wird. Und dann werden auch TCGO-Streams kommen und ich werde dort halt auch mal mit Karten spielen. Ich weiß nicht, wie das wird, aber vielleicht habt ihr da Bock drauf. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Logocolo hier. Ja, die schöne Reprint-Karte. Man kennt sie. Ich habe einfach Bock darauf, mal wieder ein bisschen mehr ins TCG reinzugehen, also auch in das Kartenspiel. Und vielleicht dann auch einfach mal auf so Turnieren oder sowas mitzumachen. Hätte ich Bock drauf. Also könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie findet ihr das? Sagt ihr, oh, ich würde solche Livestreams mal angucken, oder sagt ihr, nee, voll uninteressant, mich interessiert das Spiel nicht, ich will nur sammeln. Weiß nicht, also könnt ihr mal eure Meinung in die Kommentare droppen, was ihr dazu sagt. Seemon, dann ein Jungblut, Amphira, Wablu und sein Buddy, Dratini, Gnagleon, Sipa, Flampion, Shenlong und Trinkefalo, oder mit den drei Köpfen. Nee, aber das ist mir schon wichtig. Irgendwo, ich kann das ja gerade in TCGO ganz gut testen, weil ich ja halt super viele Codes habe. Und dann kann ich dann halt, ne, so das ein oder andere Deck vielleicht bauen mit euch und kann dann halt Packs ziehen und dann daraus halt schön ein Deck bauen oder sowas. Ne? Also ich finde das echt fresh. Keine Ahnung, wie ihr das findet. Ich weiß auch noch nicht, wie das Spiel funktioniert. Aber da werden wir uns dann einfach reinfuchsen zusammen im Stream. Und dann werden wir schauen, wie das wird und gucken, wie wir uns verbessern. Pyrrhos, letzter Widerstand. Mein Freund, der letzte Widerstand. Ich würde sagen, wir haben nur noch... Oh, wir haben nur noch drei Packs. Ich muss langsam machen, wisst ihr? Einmal am Dragoran riechen. Und nein, Leute, das ist jetzt kein Flachs oder sonst was. Aber wenn man am Dragoran riecht, dann riecht man halt die pure Plastik-Power. Es ist halt wirklich krank. Also, keine Ahnung, ich liebe es, an Karten zu riechen. Gerade die alten Karten, die riechen nochmal gut. Der Rettungsring. Die gibt's auch in Goldrare, ne? Also, wenn wir den jetzt in Goldrare ziehen, das wär's ja, ne? Also, gerade drauf gekommen, die gibt's ja in Goldrare. Das ist aber nur ein Kyurem. Photonart Reverse Rare aber, ne? Okay, es ist eine Reverse... Es ist keine Reverse Rare Zero. Es ist keine Reverse Rare! Das muss ich mal eintrichtern. Aber gut. Meine Damen und Herren, was ich Ihnen sagen wollte. Majestät der Drachen. Ne? Ich habe gehört, das wird jetzt die nächste Woche ein bisschen abgehen auf dem Kanal. Aber ich will noch nicht so viel spoilern. Ihr könnt euch einfach mal drauf freuen. Und ich sag mal so, es wird eine Sache sein, ne, wo ihr interagieren müsst, um Parts zu bekommen. Aber darauf werdet ihr noch drauf hingewiesen. Zweimal Kyurem heute schon. Holy shit, was ist denn da los? Come on, das ist noch nicht so krass. Letztes Pack schon vor allem. Das letzte Pack. Das letzte Pack wird es uns noch irgendetwas Geiles bringen. Ich meine, wir haben zwei krasse Promos und eine Ultra-Rare. Aber eine Karte, ne, würde ich nur ganz gerne haben. So eine Full-Art. Die kann man wohl mal gönnen bei so 8 Boostern. Das wär's doch. Kanimani, Wablu, Sepa. Leider nicht. Leider nicht. Wir enden mit einer Holo-Karte. Ganz normal. Wie in jedem Pack, aber Leute, mein Gott, habe ich hier wirklich nichts vergessen? Nicht, dass ich hier einen Booster vergessen habe. Nein, habe ich tatsächlich nicht. Leute,
das wird nicht die letzte Box von dieser hier gewesen sein. Wie gesagt, ich werde mir, wenn ihr Bock habt, die englische holen mit Figuren, Playmat, Promokarten again und. Wenn ihr darauf Bock habt, lasst einfach mal Däumchen nach oben da. Dann wird dieses Ganze auch sofort bestellt. Und ich werde jetzt erstmal hier euch Recap, was soll ich großartig sagen. Wir haben Brutalander gezogen und natürlich unsere beiden Promokarten, die wir haben. Tutup. Unser Seedraking und Dragoran. Aber ja, das sind unsere Pulls. Ich bin zufrieden. Gönnen wir jetzt, würde ich sagen, nochmal eine Pizza oder ähnliches aus dem Tiefkühlfach. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei der Opening. Und ja, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Seed of Time is over and out.